Was machst du denn so spät noch hier? Und du? Was? Ja, wie was? Hast mal auf die Uhr geguckt, Fräulein? Wo kommst du her um die Uhrzeit? Mama, ich bin 23, es ist 3 Uhr. Ich geh ins Bett. Wo warst du? Wie viel Glas ist das? Ich will wissen, wo du warst. Auf einer fetten Party. Ich habe harte Drogen genommen, mit mehreren Typen gleichzeitig gefickt. Easy. So redest du mit mir nicht. Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, solange du hier wohnst und solange ich dich hier finanziere, redest du mit mir so nicht, ja? Komm, Mutter, du bist so scheiß erbärmlich. Aber ist egal, ich bin nächsten Monat weg. Der Vogel fliegt aus, ja. Prima. Und dann? Noch mehr Party, ja, noch weniger Studium. Wie stellst du dir das vor? Du musst dich um dein Studium kümmern, Sandra. Da draußen laufen 100 andere rum, die sind wesentlich besser als du. Ja, ist gut, Mama. Nee, gar nichts ist gut, gar nichts, ja. Du musst deine Einstellung ändern. Oder glaubst du, deine schöne Fresse reicht aus, um durchs Leben zu kommen, hm? Sag mal, glaubst du wirklich, dass ich mir von dir irgendwas sagen lasse? Von einer scheiß Alkoholikerin, die meine Familie auf dem Gewissen hat? Denkst du echt, du kannst mir was fürs Leben mitgeben? Das Hemd hast du vor 3 Tagen schon getragen. Wechselst du deine Garderobe nicht mehr? Es riecht nach uns. Woher weiß er es? Ein Mitarbeiter hat es ihm erzählt. Er weiß es schon lange. Er hat sogar einen Privatdetektiv engagiert, um uns zu beschatten. Völlig die Fassung verloren, hat Möbel zerschlagen, Porzellan, hat geschrien vor den Augen der Kinder. Eigentlich ein Grund zur Freude. Er hatte die Entscheidung abgenommen. So einfach ist das nicht, Teddy. Wie lange hättest du noch gewartet, um es ihm zu sagen? Ein Monat? 2? Oder noch ein weiteres Jahr? Sonja. Es ist gut für uns. Es macht uns endlich frei. Teddy, ich bleib bei ihm. Die Angst in den Augen der Kinder, als Gerald die Fassung verlor. Ich kann das nicht. Ich kann das meinen Kindern nicht antun. Die Kinder wären bei dir. Bei uns. Das Sorgerecht würde an dich gehen. Du weißt, dass es nicht stimmt. Außerdem lieben sie ihren Vater. Sie lieben uns zu viert als Familie. Und du? Was liebst du? Vielleicht doch eher deine Stadtvilla in Friedenau? Deine Pelzmäntel? Sein Geld? Das tauscht man nicht gerne gegen ein Rattenloch im Wedding. Kommen wir doch aus zu unterschiedlichen Welten. Immer wieder schrecken wir auf, wenn der Tod in unsere Nähe kommt. Wenn ein geliebter Mensch und wie hier eine Mutter, Tante, Freundin und Verwandte von uns gegangen ist. Liebe Familie Berthold, liebe Sarah, liebe Freunde, Anverwandte,
liebe Arbeitskollegen. Wir nehmen heute Abschied von Frau. Du bist zu spät. Du kannst froh sein, dass ich überhaupt gekommen bin. Das ist der letzte Gang. Das hat was mit Würde und Respekt zu tun. Du kannst nicht einmal wenigstens an der Beerdigung deiner Tante pünktlich sein. Weißt du, wenn es irgendjemanden auf dieser Welt gibt, dem es egal ist, dass ich zu spät komme, dann wird Tante Ella. Richtig gelesen. In Liebe und Dankbarkeit. Wie siehst du überhaupt aus? Entschuldigung. Sag mal, kannst du nicht irgendwann mal irgendetwas richtig machen? Ich was richtig machen? Sie wollte eine Erdbestattung haben und keine Feuerbestattung. Tante Ella hat immer gefroren. Und deshalb kriegt sie jetzt eine Feuerbestattung. Und Punkt. Dankbarkeit auch darüber. Hast du meinen Text? Der ist auf dem Handy. Auf dem Handy? Ich hab dir doch gesagt, ich brauche den ausgedruckt. Ich kann es nicht lesen. Ich komme mit dem Ding nicht zurecht. Du kannst es schon lesen. Du bist nur einfach ein bisschen zu eitel, deine Lesebrille zu tragen. Auch nicht etwa ein Missachten des Ernstes der Stunde. Nein. Und außerdem? Das kommt aus der christlichen Grundlage. Hier ist doch eh keiner, der dir zuhören könnte. Trauer soll sich wandeln in Freude. Eben darüber, dass sie die Mutter so lange haben durften. Entschuldigung, ich bin Pflegerin von Frau Ella. Was will ich denn hier mit? Hattete versprochen, dass die kleine Eisbär, die kleine Hundchen, kann Abschied nehmen von Herrchen. Können Sie bitte das Vieh entfernen? Hier ist eine Trauerfeier. Ich konnte den Köter noch nie leiden. Zum Paradies mögen Engel dich geleiten. Die heiligen Märtyrer dich begrüßen und dich führen in die heilige Stadt Jerusalem. Das Handy. Die Chöre der Engel mögen dich empfangen und durch Christus, der für dich gestorben.